Mann, das muss ich doch mal schaffen hier. Ja, so schnell kann ich auch nicht drücken. Oh, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Mann! Mann, ey, das ist doch so scheiße, Mann. Ey, das gibt es nicht. Kann doch nicht sein, dass ich da die ganze Zeit umkipp. Weil ich da, schon wieder eine falsche Taste gedrückt. Ja, jetzt habe ich einmal zu viel A gedrückt. Das gibt es doch nicht. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Ja, klar, genau. Ich frage mich, wie oft er noch sterben will. Und nochmal. Gerade ist es ja auch so schlimm, wenn man sich einmal vertippt. Licht, ja. Gewaltige Überdosis. Was machst du denn? Wenn die dich hier schnappen, gehst du für Monate in den Bunker. Danke, alter Mann. Oh Mann. Dafür, dass er nur undercover da ist, ne? Was ist mit dir passiert? Dein Pupnack. Du bist wie der Postbote. Du lieferst zuverlässig. Keiner kann verhindern, was da aufzieht. Aber meine Jungs und ich werden dich so gut es geht schützen. Ja. Achtung! Vor die Zellen! Sträflinge, die weg! Zurück auf deinen Platz! Ich brauche Verstärkung! Ich sagte, zurück auf deinen Platz! Verstärkung! Was geht denn hier ab? Hey, Milchgesicht! Ich hab ne Nachricht von T-Bag! Nachricht von T-Bag oder was? Komm her! Komm, du kannst auf die Fresse! Alter! Nein! Oh. Nochmal gegen den Pisser hier. Ja, ich kann sie das auch so stecken. Wichser.
Kamikaze. Das. Jetzt öffne ich hier so eine Dinger rein. Hilfe! Während Gerüchte über eine Gefängnisrevolte kurisierten, brach Paxton in die Krankenstation ein, um sich Zugang zu Scofields Krankenakte zu verschaffen. Er erfuhr, dass Scofields Diabetes vortäuscht, um täglich auf der Krankenstation vorbeizukommen. Paxton vereinbarte mit dem Häftling C-Note Schutz während des Aufstandes. Okay. Dann sind wir ja mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ah. Mannix will noch mehr über Scofield. Ich habe Sucre und Scofield während des Aufstands streiten sehen. Und jetzt zieht Sucre zu mir. Vielleicht kriege ich ein paar Informationen von ihm. Paxton, hier ist dein neuer Mitbewohner. Rein da, Sucre. Seid schön brav, Mädels. Paxton, ja? Ja. Du und Scofield, ihr habt Krach? Ja, das war's mit uns. Was hat's mit seinen Tätowierungen auf sich? Der Typ ist irre, Mann. Ich würde sie mir gern näher ansehen. Sie sehen echt kunstvoll aus. Wenn du mit ihm reden willst, musst du zu Abruzzi. Er regelt den PI-Plan. Ah, Abruzzi. Ich habe den verrückten Haywire in Scofields Zelle gesteckt. Das sollte für ein paar Lacher sorgen. Da ist das Tattoo. Paxton, Zeit für die PI. Oh, ich kann ja weit werden, du. Finde Abruzzi. Hey, Paisano. Tust du mir einen Gefallen? Bellick hat Haywire in Scofields Zelle gesteckt. Er ist etwas... Weißt du? Kein Plan, was er machen wird. Ich habe persönliches Interesse an Scofield. Haywire muss da raus, aber pronto. Vergiss es. Ich tue keine Gefallen. Du kapierst schnell, Frischling. Vielleicht kommen wir doch ins Geschäft. Brauchst du gerade was Bestimmtes? Etwas Zeit unter vier Augen mit Scofield. Warum? Das geht dich nichts an. Okay, schön. Schaff du Haywire da raus. Und ich sorge für ein Schäferstündchen mit Scofield. Aber tu ihm nicht weh. Ich habe mit dem Jungen noch was vor. Irgendeine Idee, wie wir Haywire da rauskriegen? Er nimmt Medikamente für seinen irren Schädel. Vertausch sie mit Rattengift aus dem Chemikalienlager. Dann wandert er auf die Krankenstation. Rattengift. Alles klar. Oh Mann, oh Mann. Wie fies er doch sein kann. Ich kann mit Scofield unter vier Augen sprechen, wenn ich Haywires Medizin mit Rattengift vertausche. Vielleicht bringe ich Scofield dazu, mehr über seine Pläne auszupacken. Na, noch mal ein bisschen trainieren hier. Achso.
Da wollen wir nochmal eine Runde boxen hier, wa? Sandsack. Na los, schlag zu! Vorbei! Na los, schlag zu! Schlag zu! Locken! Vorbei! Locken! Na los, schlag zu! Schlag zu! Bam! Locken! Schlag zu! Locken! Schlag zu! Locken! Schlag zu! Na los, schlag zu! Locken! Na komm schon! Schlag zu! Bam! Locken! Look! Gut, ich habe den nächsten Dings erreicht. Sollte lang. So. Was ist los, Alter? Du bist mein Modellbruder. Yeah, eine Tätowierung. So, ich habe noch gar kein Geld, sehe ich gerade. Natürlich wollen wir den Untergrundkampf. Untergrundkampf? Du willst wissen. Gehen wir. Ja, fangen wir. Achso. Yo! Big Mama! Nehmen wir ihn hier. Hauen ihn gleich hier. Nicht auseinander. Wie frech. Alter, komm schon. Oh, ich verloren. Ich fordere dich nochmal raus. Ich pack dich, Alter. Ich will ein Tattoo haben, also.